Hi, guten Tag. Hier bin ich wieder, Claudia Apfelthaler von Froh mit Rohkost und jetzt Healthy Living Corporation mit. Josef Meyerhofer und ich habe heute das Vergnügen, bei der Claudia den Lebensmittelunverträglichkeitstest zu machen. Und wir fangen gleich an. Da bin ich schon richtig gespannt. Also, es ist ganz entspannend, ein Kopfhörer, da wird die Schwingung eingespielt. Es tut noch nicht weh. Es tut noch nicht weh, es wird auch nicht weh tun. So, wir fangen jetzt einfach an mit der ersten Lebensmittelgruppe. Die wäre. Wir sehen dann immer gleich am Bildschirm, welche Lebensmittel gerade ausgetestet werden. Ja, Das was kannst du auch testen wir selber jetzt? Ja. mitverfolgen. Und wenn ich jetzt da messe ich ganz einfach den Widerstand der Haut an hier an den Meridianpunkten. Das ist der Lungenmeridian. Und dann machen wir Pieps ein bisschen. Und dann sehen wir hier den Widerstand. Man sieht es auch hier im Gerät dann drinnen. Hörst du das Geräusch? Ja. Gut. Nächster. Das heißt, wir haben jetzt den Aal, was wir gerade testen. Als nächstes kommen die Austern. Das ist nur ein Geräusch. Das ist nur ein Geräusch, ja. Büchsensardellen. Alles, was ich nicht esse. Das isst du alles nicht, ne? Ja. Okay. Ich bin ja sehr gespannt, weil die Claudia ist ja eine volle Rohköstlerin. Du Und isst ja eigentlich vegan, ja. Gar kein Fleisch, gar nichts, ja, Ja. und vegan, ne? Also wir werden auch aber trotzdem alles durchtesten, auch die Lebt, also auch die Fleischsorte oder das Brot. Ja, isst du Ja, Brot? nein. Auch kein Brot, ja. Also es Ja. wird trotzdem interessant sein, welche Lebensmittel sie aufspalten kann. Okay. In dem Fall sind es 10, oh, nein, wie sind es? 18 Stück. Und insgesamt haben wir 32 Lebensmittelgruppen. Und wir machen es ja so, wenn die erste Grafik angezeigt wird, wir werden das schnell durchgehen, nicht alles besprechen, weil sonst sitzen wir 3 Stunden Ja, da. okay. Alles, was über der Mittellinie ist, grün zum Beispiel, Seezunge, könntest du wunderbar aufspalten. Oder frischer Thunfisch, ich weiß, das interessiert dich Ja, jetzt ja. nicht. Ne? Aber was du nicht verstoffwechseln kannst, ist ein Schwertfisch zum Beispiel. Na Gott sei Dank. Und das ist aber die erste Ja, Lebensmittelgruppe. Wir gehen das okay. jetzt aber rasch durch. Ja. Du kriegst zum Schluss eine komplette Auswertung, Ja. was du alles sechs Aha, Monate nicht okay. essen sollst, ja, Okay.3 Monate, was du nur einmal, zweimal in der Woche, aber das machen wir dann zum Schluss. Ja, kriegst du das Okay. sofort ausgeliefert. So, Claudia, hat es wehgetan? Nein. So, also wir haben jetzt da 1 Stunde Ja. oder ein bisschen mehr, 1 Stunde und 10 Minuten. Ja. Wir haben uns ja so nett Wir haben uns ja unterhalten. unterhalten auch noch in der Zwischenzeit. So, und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an, weil Zwischenergebnisse hatten wir ja schon immer. Genau. So, und jetzt, wenn wir jetzt auf das Dossier gehen, dann zeigt es uns jetzt, was kannst du nicht verstoffwechseln für die nächsten 6 Monate, solltest du meiden. Also es ist gar nicht so viel, es ist dieser rote Ja, Bereich hier. sag mir. Also zu Ja, also leider ist die Batterie leer gewesen beim letzten Dreh, drum ist hier ein neuer Cut. Aber hier ist mein Lebensmittelunverträglichkeitstest, das sieht man. Und sogar, da steht vieles drin, was ich nicht essen sollte. Und das ist wirklich interessant, weil ich habe schon diesen Test jetzt 2 Wochen und wollte testen, ob das stimmt oder nicht. Und zum Beispiel, also steht hier, dass ich Sonnenblumenöl, also was in Rot ist, ist Schwerunverträglichkeit. Und da ist zum Beispiel Sonnenblumenöl und Milchschokolade. Ich meine, ich esse sowieso keine Milchschokolade, aber früher, in meinen alten Zeiten, war ich süchtig nach Milchschokolade und das erklärt, wieso ich ständig Kopfweh hatte und müde war. Also, und dann gibt es noch, also die Sachen, die hier in Blau sind, Sachen, die schwer unverträglich sind. Und da ist einiges interessant hier bei mir. Also alle Käsesorten. Ich war früher so süchtig auch nach Käse. Ich habe Käse geliebt. Vollkornbrot, Roggenbrot. Sehr, sehr interessant. Also Avocados, Blumenkohl, Karfiol sagt man auf Österreichisch. Also ich kann wirklich empfehlen,
dass man so eine Lebensmittelunverträglichkeit-Test macht, weil da findet man genau heraus, was man verträgt oder nicht. Und das trägt bei zu seinem Wohlbefinden. Danke fürs Zuschauen.